Hallihallöchen, ihr freshen Spasten, und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. Nun, hier hatten wir ja zuletzt gespeichert. Den Schaden, den ich habe ich durch einen Fall auf dem Rückweg bekommen. Ist eigentlich nicht wirklich was passiert seitdem. Ich hoffe nur, dass das Spiel jetzt weniger ruckelt. Aber ich denke mal, es handelte sich dabei um eine Ausnahme und um einen Aussetzer von Fraps. Ich habe jetzt auch wieder den alten USB-Port. Vielleicht hat es ja auch einfach daran gelegen. Wer weiß, wer weiß. Ach, jetzt kommt das hier. Ja, gehen wir erstmal hier zu Nick. Jemand hat dunkle Magie angewandt. Harry, ich muss schon sagen, das ist alles ein wenig seltsam. Der Eingang zu den Kerkern wurde mit Hilfe von Flüchen versperrt. Dunkle Magie. Da bin ich mir sicher. Es gibt 4 Flüche. Du musst alle 4 vertreiben, damit sich die Tür öffnen lässt. Die Flüche sind irgendwo in der Nähe der Kerker versteckt. Wenn du einen gefunden hast, kannst du ihn mit einem Weiche-Zurückfluch unschädlich machen. Das scheint ja ein sehr mächtiger Fluch zu sein. Die Augen greifen uns dann nämlich an. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Höchstens ein bisschen unrealistisch, wieso jemand diese Tür verschließen sollte, denn sonderlich... Naja, sonderlich wichtig ist sie jetzt nicht im engeren Sinne. Okay, mixen wir erstmal einen Zaubertrank. Denn da bekommen wir dann einen Mega-Power-Trank draus. Und den zu haben ist ja sowieso nicht so verkehrt, würde ich sagen. Das können wir insgesamt nur einmal machen, soweit ich weiß. Und den hebe ich mir aber noch auf. Für den Rückweg. Noch 30 Boten zu sammeln, alles klar, alles klar, alles klar. Ah, es ist der verrückte kleine Potter. Ich bin Peeves Potter. Und du solltest dich besser vor mir in Acht nehmen. Kleiner Potter, du bist hässlich. Aber egal. Was kann ich für dich tun? Die Leute sagen, du wärst besser in einem Zoo aufgehoben. Wenn du in einen Spiegel schaust, zerbricht er sich ja in 1000 Stücke. Am besten wäre es, du würdest dir einen Sack über den Tropfen. Ja, das ist Peeves. Den kennt ihr unter Garantie. Und weil er so sagt, ich bin Peeves Potter, habe ich früher gedacht, hä? Der heißt auch Potter? Weil der hat das ja so komisch gesagt. Ich dachte, das wäre dann sein Nachname. Da dachte ich dann ernsthaft so, was? Der heißt Peeves Potter? Das ist ein Verwandter von Harry? Bestimmt irgendwie sein Urgroßonkel, irgendwas väterlicherseits, der vor einer Ewigkeit mal in Hogwarts gelernt hat. Und der dann, keine Ahnung, gestorben ist in Hogwarts oder was. Hier ist der grüne Fluch. Das ist sehr dunkle Magie, wenn ein einfacher Erstklässler sie vernichten kann. Das mit den Farben und mit den Augäpfeln finde ich an sich relativ nice. Hier sind Bohnen, Bohnen, Bohnen. Ganz viel Bohnen. Die kann man immer gebrauchen, würde ich mal so sagen. Diese ganzen Abzweigungen, ne? Junge, Junge, Junge. Wo führt uns die Tür hin? Achso, ich glaube, ich weiß wo. Genau, das ist quasi der Raum, wo wir eben waren. Von der anderen Seite. Ich gehe erstmal den Weg, weil ich weiß, der hat dann auch ein Ende und das hier soll quasi sowas wie der Rückweg sein. Beziehungsweise es soll den Rückweg vereinfachen. Hier so eine Rutschepartie. Ja, ich finde diese Spielelemente hier sind alle relativ... Ich weiß nicht. Sie passen vielleicht nicht wirklich hundertprozentig rein, aber
Das sind Elemente, die... Daran merke ich sogar wirklich, dass es die gleichen Entwickler wie bei Mullis waren. Da finde ich es umso weniger schön, dass Mullis so schlecht umgesetzt ist. Aber damit könnt ihr natürlich herzhaft wenig anfangen. Ich sag nur so viel, das war das letzte Spiel, was die gemacht haben. Und es gibt auch Gründe, wieso es das letzte Spiel war. Aber ich mochte es. So viel dazu. Diese Schildkröten scheinen auch relativ ungefährlich zu sein, wenn man denn Augen im Kopf hat. Und in der Lage ist, das mit dem Rutschen einigermaßen vernünftig abzutimen. Dann sollte das kein Problem sein. So, hier war glaube ich auch noch was gewesen. Dieses Bücherregal schwebt. Einfach so. Lass es doch schweben, wenn es schweben möchte. Das ist doch seine Sache. So, aber da waren wir noch nicht. Aber kann auch sein... Ja... Dass da gar nichts ist. Naja, gar nichts zu sehen ist ja vielleicht manchmal auch relativ interessant. Nein. Okay. Wir haben gar keinen Schaden gekriegt. Ist auch nice. Nur weil wir so komisch gelandet sind. So, dann ist hier noch ein Weg. Hier oben lang. Ne. Man merkt schon daran, die Kerker sind ein bisschen länger als der andere Teil. Wir haben 60 von 80, das heißt, wir brauchen noch 20. Wow, Mathe Genius. Mathe Genius for the win. Oh. Eine Rüstung. Die halten keine zwei aufgeladenen Flipendos aus. Ist eigentlich die einfachste Möglichkeit, um sie zu bekämpfen. Ich finde, diese Kerker haben was. Auch wenn die Räume keinen ersichtlichen Sinn haben, haben sie schon was für sich. Die Gegner sind wirklich unglaublich gefährlich. Nein, die werden sogar noch wirklich ein bisschen gefährlich. Weil sie dann ein bisschen näher an uns rankommen, beziehungsweise wir nicht so viel Raum zum Ausweichen haben. Das mit den Bohnen scheint ja prächtig zu funktionieren. Hier ist der rote Fluch. Und damit haben wir nur noch den blauen vor uns. Ist alles sehr wirklich interessant. Also, das sind die Stellen des Spiels, wo es mehr Spaß macht, das zu spielen, als Blödsinn darüber zu reden. Aber ich finde, sowas gehört gerade bei einem guten Spiel auch dazu. Ja, diese untere Etage erfüllt keinen Zweck, aber sie ist da. Also werde ich mich da jetzt auch nicht weiter beklagen. So, an den Raum erinnere ich mich auch noch. Das ist eins der Skelette, die ich meinte. Skelette? Natürlich, ich meinte natürlich eine der Rüstungen. Habe ich davor auch schon Skelette gesagt? Oh Gott, ich hoffe nicht. Das ist ein bisschen übertrieben. Von den Schokofröschen her. Ich wüsste nicht, wer so viel Heilung braucht. Ich mag die Augen. Die sind immer so gut drauf. Sie lachen immer so viel. Oh Gott, ey. Nein. Darunter möchte ich nämlich ganz gerne auch noch. Gibt es da keine sichere Möglichkeit? Gibt es da vielleicht eine sichere Alternative? Ja, ich habe keinen Schaden gekriegt. Das lasse ich mal als sichere Alternative durchgehen. Sehr gefährlich.
Die hat sich wohl festgehakt. Wo auch immer. Damit haben wir jetzt auch schon genug Bohnen. Haben massig Hauspunkte. Was heißt massig? So viel, wie man hier halt kriegen kann. Die Bücherregale sind alle fett, das heißt, wir können sie nicht für unsere Zwecke benutzen. Und das war's quasi auch schon, glaube ich. Ich meine, wir wären jetzt so gut wie überall hier gewesen. Das hier sieht man so danach aus, als ob hier zigtausend Wege wären, weil hier eine Treppe ist, aber hier unten ist irgendwie gar nichts. Naja, hat ja auch nie einer behauptet, dass da was sein muss. Deswegen möchte ich mich mal nicht beschweren. Und dass hier Kessel und Tische rumfliegen, ist natürlich auch relativ normal, weil Hogwarts. So, aber eigentlich müssen wir hier gar nicht weiter lang. Ich wollte nur keinen Fallschaden kriegen. Bei dem Versuch, hier runterzukommen. Dass Peeves hier aufgetaucht ist, hat für hier jetzt auch nicht mal wirklich Sinn. Den Mega-Power-Trank lasse ich liegen. Warum sollte ich den auch trinken? Den brauche ich ja gar nicht. Ich habe doch volles Leben. Weil, sagen wir es so, Peeves kommt später nochmal. Der sollte nur hier irgendwie schon mal eingeleitet gemacht, werden. Harry. Du hast alle vier Flüche unschädlich gemacht. Egal, wer sie verwendet hat. Zweck der Sache war es auf jeden Fall, Schüler davon abzuhalten, das Schloss zu erforschen. Und nein, sieh doch mal auf die Uhr. Du bist jetzt schon ziemlich lange hier unten. Der Verwandlungsunterricht fängt gleich an. Verspäte dich bloß nicht. Professor McGonagall ist Hauslehrerin von Gryffindor. Du solltest sie nicht verärgern. Der Unterrichtsraum befindet sich im Oberschloss. Du kannst vom Gryffindor-Turm aus dorthin gelangen. Hieß es nicht von Hermine, wir sollen nicht ins Oberschloss? Wir sollen ja auch ins Oberschloss. Das war irgendwie ein Fehler. Die meinte wohl den dritten Stock. Aber egal. So lange kam es mir gar nicht vor, wie ich hier war. In der Tat haben wir sogar zu viele Bohnen. Das heißt, ich habe mir wirklich ein bisschen unnötig die Mühe gemacht. Aber wir müssen nochmal hier rein. Weil da ist das Porträtzimmer und da sind Fred und George. Und so weiter. Hallo. Hallo, Harry. Hast du die grünen Bohnen in allen Geschmacksrichtungen? Ah, gut gemacht. Ja. Das Passwort für das Porträt lautet Schlawiner. Harry kann sich drehen, ohne seine Füße zu bewegen. Schlawiner. Gut gemacht, junger Mann. Du hast das Passwort. Zumindest bist du hier drinnen in Sicherheit. War ich doch auch so. Wenn man mal bedenkt, diese Tür hat lediglich... Die ganzen Räume verliefen ja so ein bisschen im Kreis. Das war eine Tür, wo ich höchstens zu so Bohnen hinkomme. Warum hat die jemand versperrt mit einem Fluch? Warum? Oh ja, Quidditch-Rüstung. Ein zusätzlicher Schutz gegen Klatscher. Nützlich beim Quidditch. Übrigens gibt es auch noch die Möglichkeit, wenn man das Spiel ausmacht und nochmal neu lädt, bevor man spielt, statt des Weiterspielens auch einfach Quidditch zu spielen. Quidditch. Ich habe gerade so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass ich manche Worte nicht so deutlich ausspreche, wie ich es denn sollte. Zum Schluss. In den Verwandlungsunterricht. Es ist, ey, man läuft da mal ein bisschen rum und schon heißt es wieder, du kommst zu spät für das und das und dies und dies. Und hier ist ja schon lange gar keiner mehr. Nun, dann verlassen wir endlich diese kalten und traurigen Kerker, wo sonst nur die Slytherins abhängen. Oh. Nicht, dass ich was gegen Slytherins hätte. Begeben wir uns in die Eingangshalle. Ich möchte gleich auch erstmal gucken. Ja, schöne Kamerafahrt, die uns sagt, wo wir zum Oberschloss können.
Ach so, ja, nee, Hermine geht da rein. Das ist natürlich wieder so unglaublich wichtig. Und das ist ganz woanders als da, wo wir sind. Seht ihr, wir können immer noch nicht in den Besenschrank. Das Ziel haben wir leider noch nicht erreicht. Wird aber, hoffe ich, bald kommen. Der Gryffindor-Turm. Was rede ich da? Das Oberschloss. Aber erstmal möchte ich noch was machen. Und zwar erinnert ihr euch damals vor all den Parts. Es ist so lange her. Ich erinnere mich ja kaum noch. Da ist die Bibliothek. Wieso rede ich so komisch? Und da der Flugübungsplatz. Wir können immer noch nicht wieder rein. So viel zum Thema. Du kannst es später nochmal versuchen. Mich wundert das gerade. Es müssen doch noch insgesamt 2 Quidditch-Spiele stattfinden. Die kommen, denke ich mal, noch. Weil gegen Hufflepuff haben wir, glaube ich, schon gespielt. Jetzt muss Ravenclaw als nächstes kommen. Aber ich denke mal, es wird dann direkt nach dem Unterricht sein, ne? Ab ins Oberschloss. Ins Oberschloss. Ab ins Oberschloss. Ins Oberschloss. Ab ins Oberschloss. Das ist quasi der letzte Abschnitt. Und nebenbei bemerkt, glaube ich, auch noch der längste. Was Story und so angeht zumindest, ist es der intensivste. Und da sehen wir uns dann im nächsten Part. Ciao!